die haben wir schon angeschaut. G63, Focus RS und heute haben wir den E43 als T-Modell. Und wirklich sehr geilem Lack. Sehr geile Farbe. Guck dir das mal an. Ja, was haben wir? Mitkommen. Also, das ist ein E43 AMG 4-Matic, das heißt Vierradantrieb, All-Wheel Drive, 6 Zylinder, 401 PS aus 3 Litern Hubraum. Preis, so wie er hier dasteht, Katalogpreis 131.000, der ist jetzt genau 120.000. Also ich drehe einmal um, dann zeige ich ihn euch, wir setzen uns mal vorne rein, hinten rein, Kofferraum und dann ohne zu fahren machen wir so einen kurzen Autoshopping-Review, Mini-Review. Also let's go. So, und was ich wirklich sehr geil finde an dem Ding ist, wie der aussieht. Guck mal, der sieht richtig schön sportlich flach aus. Haben wir hier mit AMG-Logo, dann dieser ja, Diamantgrill oder ich weiß gar nicht, wie man den nennen soll. Und wirklich coole Silhouette, sehr geil. Schön, eigentlich flach, schöne große Felgen. Dieser mattgraue Lack, sieht klasse aus. Ja, was haben wir hier? Wir haben Michelin in 245 35 ZR20, 20 Zoll. AMG Bremsanlage, AMG Felgen natürlich und B-Turbo 4MATIC. Na, fokussier mal. Schauen wir uns hinten kurz an. Was ich auch cool finde, ist diese Dachreling, wenn man das nur nennen mag, die ist sehr, sehr schmal. Das ist das neue System. Früher gab es nämlich diese Dinger, wo man die durchgreifen konnte. Die sind richtig schön flach jetzt. Wir haben einen kleinen Dachspoiler. Von hinten sieht der auch klasse aus. Ich bin ja den mal gefahren, Probe gefahren, als ja, normaler. Könnt ihr euch hier oben rechts anschauen, verlinke ich mal. Zu Auto Review, da habe ich einen Test gemacht, beziehungsweise eine Nachtfahrt von dem, der hat wirklich, was klasse bei dem ist, ist dieses Dashboard mit dem Nachtlicht oder mit diesen verschiedenen Farben. Also unten Auspuffanlage, vielflutig, jedenfalls vom Look her. Dann haben wir AMG E43. So, die 43er Modelle sind so die Einstiegs-AMGs, kann man so sagen. Ne? Ja, elektrische Fenster, elektrische Heckklappe meine ich. Wirklich sehr großer Kofferraum. Mit, wenn man umlegt, seht ihr schön, wie weit man da hinten einladen kann. Also da könnt ihr locker einen Umzug mitmachen. Einmal zu. Und schauen wir uns mal von innen an. Das erste, was mir schon gleich aufgefallen ist, der hat rote Gurte. Geil. Also, schauen wir mal hier kurz. Ja, so Carbon-Look. Ich weiß gar nicht, ob das Carbon ist. Muss ich mal nachfragen. Sieht ein bisschen aus, aber auch wieder nicht. Genau, elektrische Fensterheber. Gekühlte und beheizte Sitze. Alles eh. Dann wirklich Mix zwischen Alcantara hier und Leder mit den Nähten und so einem roten, ja, roten, ich weiß nicht, wie nennt man sowas? Stepping. Fußmatten auch passend, Lenkrad passend. Setzen wir uns mal rein. Jetzt habe ich den Schlüssel natürlich nicht zu dem hier, aber ihr seht, der hat so einen riesen Doppelscreen hier. Und wirklich sehr, sehr geil. Also guckt euch mal das andere Video an. Ansonsten hier dieser Look geht halt weiter hier. Becherhalter und so weiter und so weiter. Darauf gehe ich gar nicht ein, sondern wirklich so ein bisschen auf den Innenraum an sich. Das sieht wirklich sehr, sehr geil aus hier mit den Nähten. Alles Soft Touch. Auch hier unten natürlich. Mercedes hat kein Plastik in diesen Dingern. Da ist das ist das Einzige, was so ein bisschen nicht lederbespannt ist. Ansonsten alles andere ist wirklich Leder. Ja, hier unten auch nicht. Also sieht trotzdem wirklich sehr gut aus. Lenkrad sehr geil, auch mit den Nähten. Wie gesagt, das Ganze geht halt hier weiter. Wenn man es zumacht, dann seht ihr das alles. Eine Linie. Und nachts haben wir das alles hier beleuchtet. Ja, also wirklich sehr geil. Und natürlich auch hier bei dem, wie schon beim G63 und beim Focus S, B-Säule nach hinten abgedunkelte Scheiben. Hinten ist es die Rücksitzbank umgeklappt, wie ihr seht. Drei Kopfstützen, selbes Design und Platzangebot her. Mehr als außen, guck mal, beleuchteter Fußraum. Okay. Vorne natürlich auch, das seht ihr da.
Also relativ simpel. Wir haben eine 3-Zonen-Klimaautomatik. Wir haben vorne und hinten 12-Volt-Anschluss. Richtig dicker Getriebetunnel. Das heißt, hier müssen die Leute dann wirklich Platz machen für den, der in der Mitte sitzt. Armrest mit einem kleinen Fach. Und hier haben wir noch so ein geteiltes Panoramadach oder so ein doppeltes Dach. Einmal hier und einmal da. Lässt ein bisschen Licht rein. Und ja, Lüftungsdüsen noch, wirklich sehr geil. Diese Seatbelts, ne? Also rote Sicherheitsgurte. Also meiner Meinung nach sieht das wirklich sehr, sehr geil aus, das Ding. Ach, wenn das Geld nur nicht wäre, ne? Also was haben wir? 120.000 für den, 215.000 für den und der Focus R ist glaube ich so um die 50. Schnäppchen. So, das war's gewesen. Wenn ihr das geil findet, so eine Vorstellungsvideos ohne zu fahren, natürlich mit Fahren ist natürlich immer geiler, aber ihr könnt euch mal vorstellen, ein G63 irgendwo zu bekommen für einen Test ist nicht so easy. Aber wenn ihr so eine Vorstellung auch geil findet, dann sagt einfach bitte Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Und dann kann ich vielleicht ein bisschen mehr machen, weil das ist ein bisschen leichter zu machen, als wie gesagt die Autos für den Test zu bekommen. Zwischendurch kann ich ja sowas mal bringen, da kann ich auch zu Herrn Lein fahren und dann kann ich auch ein AMG GTS oder sowas, ne? Oder halt, keine Ahnung, kann ich vielleicht mal bei Rolls-Royce vorbeifahren oder bei Ferrari oder wie auch immer. So kann ich euch die Autos vorstellen. Ja, ansonsten subscribe, liken, teilen, Support ist kein Mord, Peace und wenn ihr mehr Infos haben wollt, dann einfach in der Beschreibung bitte zur Garage will, das will Elite Auto Center einfach anschauen. So, ich sag danke und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!